ich bin schon für mehr, ja. Ich bin schon für mehr. Aber es muss trotzdem auch ein bisschen, es muss gut aussehen noch, ja. Mit Rita im Schlepptau geht es nun zum Arzt. Doch bevor man sich dem Beratungsgespräch stellt, um über Risiken und Nebenwirkungen der nicht ungefährlichen OP aufgeklärt zu werden, fällt dem Neusinger noch etwas ganz Bestimmtes ins Auge. Ist der junge Mann ein Arzt oder ein Kollege von Ihnen, der sich versteckt? Der ist auch Arzt. Der versteckt sich da hinten. Warum versteckt er sich denn? Warum verstecken Sie sich? Ich wollte so... Aber Sie sind so schön. Sind Sie eigentlich schon verheiratet? Ja. Das hat mich nämlich beschäftigt. Gut. Was nicht ist, kann ja vielleicht bald noch werden. Harald Glöckler versprüht seinen Charme beim italienischen Assistenzarzt. Wir müssen warten. Der Herr Doktor muss erst ein Tuning machen. Und dann müssen wir noch mal reden, ja? Ja. Sie sehen so bezaubernd aus. Also. Und dann versteckt er sich da hinten die ganze Zeit. Ja? Schüchtern, ja. Dankeschön. Ja. Ein Arzt hatte ich noch nicht. Ja. Ja, der Arzt ist, ein Geschenk des Himmels. Ja. Wie meinen Sie das jetzt? Naja, man zieht ihn und denkt, von dem will ich ein Kind haben. Ja. Deshalb habe ich dem Arzt auch gesagt, also bevor ich mich jetzt da entblättere, wäre es mir natürlich lieber, ich bin schon, ist alles in Shape und alles perfekt. Und ich sehe aus wie Pamela Anderson und nicht wie anstatt wie aus der Hecke gezogen, ja. Zurück zum Wesentlichen. Erst die Schönheit, dann das Vergnügen. Was hat Herr Glöckler denn genau vor? Meine Grundidee war ja, Brust zu machen, vielleicht Brustimplantate. Und Professor Dr. Palua sagte, wir sollten dann erstmal absaugen und mit Fett aufpolstern und dann, vielleicht reicht es ja auch schon. Aber sagt er, dazu muss erstmal Fett da sein und Sie haben keinen. Sie müssen jetzt erstmal anessen. Na, jetzt habe ich mir gewaltsam Fett angefressen. Ich komme vor wie eine Tonne, wenn ich sitze und da kommt der Wanst da recht durch. So was kenne ich gar nicht, du weißt. Das Eigenfett ist eine gute Idee, ich hatte aber keins. Deshalb musste ich mir erstmal Fett anfressen. Ja? Also ich sage bewusst nicht essen, weil das halt mit Essen schon nichts mehr zu tun gab. Je mehr Fett wir haben, desto besser ist das Resultat. Es ist schon ein bisschen aufwendig, aber wenn man das eine will, muss man das andere lassen oder machen. Hallo, guten Tag. Hallo, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr, Herr Professor Doktor. An die komplizierte Operation möchte Harald Glöckler lieber nicht denken, wohl aber an das Ergebnis. Ich sehe schon alles vor mir, ja? Hier so, also nicht so, aber also nicht 300, 3 Kilo, sondern ja, aber ich sehe das schon vor mir, ich freue mich. Wir besprechen noch die ganzen Einzelheiten und dann können wir genau festlegen, was Ihnen vorschwebt und dann müssen wir eben sehen, was technisch möglich ist. Take a seat, please. Soll ich dir beim Ausziehen helfen? Nein, das kriege ich hin, Darling. Ah, oh, okay. So. Ja, das ist mein Mitarbeiter, Dr. Francesco Conte. Ja, ein sehr hübscher junger Mann, ja. Ja, also man allgemein. Nicht, dass Sie nicht auch ein sehr hübscher Mann sind, ja. Beide sehr hübsch. Hier ist die Zukunft, hier ist die Vergangenheit. Oh nein, also das, so würde ich das nicht sagen, ja. Die Stunde der Wahrheit. Harald Glöckler macht sich frei. Ich habe 4-5 Kilo zu Uran gefressen. Ja. Ja, Sie haben ja ein Foto geschickt oder einen kurzen Film. Ja. Da war es in der Tat anders, ja. Vor 6 Wochen war ja, das. Ja. Na, waren sehr fleißig und gut gearbeitet. Aber wissen Sie, wie ungewohnt und wie komisch man sich dann fühlt, das ist furchtbar. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Ja, hier war ein bisschen zu viel abgesaugt worden. Ja, genau, das hat er nicht. Und hier an den Seiten auch, da ist so eine Delle, ja. Hier, ja. Ich sehe. Und hier können Sie einmal so die Muskeln anspannen? Ja. So schon mal abgesaugt und ein paar Stellen zu viel abgesaugt. Und dadurch hatte die Brust ja automatisch schon 2 Dallen drin an der Seite, die nicht so schön wurden, mehr auch durch Sport. Und das hat mich natürlich auch immens gestört. Wir würden dann hier das Fett hier reinbringen. Ja, schön. Da müssen wir dann noch genau besprechen, welche Größe Ihnen ungefähr vorschwebt. Gut. Ich kann aber einen Moment... die Sache ist, wenn man Gewicht zunimmt, dann nimmt man leider Gottes nicht nur oberflächlich zu, sondern auch innerhalb des Körpers. Ja. Aber ich denke,
das wird dann ein leichtes sein. Das kriege ich wieder. Das runter. Das kriege ich wieder hin, ja. Ich habe genug Fett gegessen jetzt. Ich kann keinen mehr sehen. Ja, ja, jetzt wegen der Größe. Ja. Das hier würden 460 sein. Mhm. Das hier 330. Ja. Wow, sieht beides ganz schön groß aus. Was sagt der Designer zum Look? Also ich bin schon für mehr, ja. Ich bin schon für mehr. Aber es muss trotzdem auch ein bisschen, es muss gut aussehen noch, ja. Ja. Also dass wir nicht nur so Fettklumpen da haben. Da bin ich aber bei Ihnen in guten Händen. Aber wenn, würde ich schon sagen mehr. Das meinen Sie schon größer, oder? Ja. Ja. Mir ist lieber, wir haben ein bisschen zu viel, ist alles zu groß als zu klein. Ja. Und man muss ja wahrscheinlich auch hier dann schon anfüttern, ja, oder? Ja, 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 man muss von hier. Ja. Und hier auch, hier hat er auch zu viel weggemacht, bisschen. Ja, aber die Unterbrustfalte würde ich erhalten, weil das sieht ja eigentlich gut aus, ja. Sonst kommen wir wirklich zur Frauenbrust. Ja, ja. Und ich habe ja schöne kleine Brustfalte. Ja, absolut. Nicht so große. Ja. Also, wir machen rein, was geht. Ja? Gut. Gut, okay. Die Risiken eines solchen Eingriffs scheint Herr Glöckler komplett zu verdrängen. Und den Bauch nicht einziehen. Ich neige immer, durch den Bauch dann einzuziehen. Besonders, wenn einem der Fotograf so gut gefällt. Die Weichen für den neuen Glöckler-Look sind nun gestellt. Was sagt der Patient zur Planung? Ich will natürlich keine Frauenbrüste haben, sondern eine Männerbrust. Also zu viel, die darf schon groß sein, aber muss trotzdem eine markante männliche Form noch haben. Also nicht jetzt hier Frauenbrüste. Aber deshalb bin ich ja beim richtigen Arzt und bei einer Koryphäe. Und er weiß schon, was er macht. Wir mussten jetzt nur festlegen, wie viel. Das muss er ja wissen. Und ich habe gesagt, rein, was geht. Also ich habe keine Angst, aber ich habe schon Respekt. Es könnte auch immer was schief gehen. Und also davon geht man nicht aus. Aber man ist in Narkose. Und man, also deshalb habe ich schon ein bisschen Respekt. Aber ich möchte es machen, weil ich möchte mir einfach wieder einige Jahre zurückholen. Und es ist ja auch bei mir so, das muss ja auch zum Gesicht passen. Jetzt passt der Oberkörper passt nicht mehr zum Gesicht. Das geht natürlich nicht, ja. Trotz aller Gefahren, die eigene Schönheit hat für Harald Glöckler einfach höchste Priorität. Das ist natürlich jetzt nicht ein Prozess, der dann nach der OP sofort, sagen wir, wunschgemäß aussieht. Denn man hat noch Schwellungen, dann sogenannte Hämatome, das sind blaue Flecken. Ja, ja. Chirurgische Risiken sind Dellenbildung, dann Wundinfektion, dann eine Asymmetrie. Dann sind auch fast immer Schmerzen mit dabei. Das Schlimmste, sagen wir, ist natürlich, wenn eine Thrombose entsteht. Ich habe schon mal eine Absorbung hinter mir. Das Ekelhafteste damals war eigentlich, dass die Stellen, wo abgesaugt wurde, offen blieben und nach 10 Tagen auch mein Hund nichts mehr mit mir zu tun haben wollte, weil ich das so ekelhaft gerochen hat, was da rauskam. Das ist das, was im schlimmsten Erinnerung war. Ich kann mich weder an Schmerzen, noch an Taubheitsgefühle, ich habe kein nachträgliches Schmerzempfinden, ich habe das nicht, ja. Also deshalb, so schlimm war es nicht. Sie waren ein super Patient bis jetzt. Dankeschön. Wenn es weiter sein und dann wir versuchen, gut. Und dann trainiere ich die Brust wieder und dann wird sie automatisch noch mal ein bisschen voluminöser, ja. Und dann werden Sie heißen Adonis Glöckler. Dankeschön. Adonis Glöckler, der Gott der Schönheit. So wird es sein. Was? Wie fühlen Sie sich? Ja, es war alles cool. Ich fühle mich gut. Ich habe das Gefühl, die Titten werden größer, als ich gedacht habe, ja. Ist das gut, oder? Ja, das ist natürlich gut. Was denn sonst, ja. Tschüss. Freue mich. Ja. Oh, dankeschön. Und wenn dann die OP gemacht und die Wunden verheilt sind, wer weiß, vielleicht gibt es da noch ein Date mit dem italienischen Arzt.